herzlich willkommen bei der Hugo Show. Ja, ihr seht schon im Hintergrund hier die Riesenkiste mit den Postkarten. Der Matthias kommt gleich mit mir, damit ich euch zeigen kann, wie viele hier geschrieben haben zu unserem Satellitengewinnspiel. Und im Laufe der Sendung werde ich die 10 glücklichen Gewinner ziehen, die dann unsere Preise bekommen. Ja, und ich bin wieder gesund, denn ich habe ja, wie ich vor 2 Wochen schon gesagt habe, meine Weisheitszähne rausbekommen und hatte letzte Woche wirklich solche Hamsterbacken. Und ihr wettert mich dafür vertreten, denn ich konnte euch das nicht zumuten, denn meine Freunde haben nur gelacht und ich habe mir gedacht, wenn ihr die ganze Zeit nur vor dem Bildschirm sitzt und nur lacht, ja, dann haben wir auch nichts davon. Also deswegen habe ich mir gedacht, ich bleibe zu Hause, bin aber jetzt wieder da und die Judith, die hat diese Woche moderiert und mit der Freya telefoniert. Und die war in der Eishöhle, schaut's euch an. Hallo Freya. Hallo. Du rufst mich aus Mannheim an, habe ich recht? Ja, ja, richtig. Du hast einen wunderschönen Namen, woher kommt der denn? Der kommt aus dem Germanischen und das war die Frau von Wotan, dem Kriegsgott. Hey, oh. Wow, ganz hey. Ist aber gar nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ha? Ich bin nicht so schlimm wie der Name. Nicht so schlimm wie der Name? Der Name ist aber wunderschön, wollte ich nochmal sagen. Dankeschön. Pass mal auf, wir kommen jetzt zur Hexe Exana. Ja. Und dann sage ich dir, was wir machen. Jo. Okay. Egal, was du tust, du wirst mich nicht besiegen. Hugo, hier sind wir. Hugo, hier. Schau nur, Hugo, wen ich zu Besuch habe. Vielleicht bringe ich Ihnen ein paar Kunststückchen bei. Du Freya? Ja? Ich weiß nicht, ob die Hexe so amüsant ist. Hast du wegen der Hexe gelacht? Oder nein, wir haben eine Bekannte, die sehr viel Ähnlichkeit mit der Hexe hat. Und jetzt habe ich da gerade drüber gelacht. Okay, Freya? Ja? Pass auf, wir kommen jetzt zum Skateboard. Und deine Tasten wären die 4 und die 6. Ja. 6 nach... Oh, ich bin... Ziemlich falsch, Entschuldigung. Wir sind bei der Eishöhle. 2, 4, 6 und 8. Entschuldigung. 2, sind 4, deine 6 Tasten? Und 8. Ja, 2, 4, 6 und 8 sind deine Tasten. Ich werde dir dicke helfen. Ja. Hol dir den Superpreis. Oh. Okay. Klar, schaffen wir schon. Dann ziehen wir uns mal warm an. Entschuldigung. Okay. 6. Weiter. 6. Nochmal die 6 und dann die 2. Genau. Und da hüpfen wir gleich weiter. Drücken mal die 4. Die 4, da ist schon nichts. 4, Freya, schnell! Ah, ja. Ich kann gar nicht mehr schreien, weil ich fast keine Stimme mehr habe. Ja, und mit der 8 zu mir. Wieder zurück. 4, ich mache 2, 4 jetzt. Jetzt ist das Ding nicht weg. Jetzt können wir nochmal die 4 drücken. Jetzt ist es gekommen. Dann nehmen wir den Sack mit, 6. Dann machen wir wenigstens Punkte und komm mit der 8 zweimal 6 drücken und zweimal die 8 ganz schnell. Schnell, schnell. 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 4, 4. Beeil dich, dass wir das Ding noch mit einheimsen können. Merk dir die Glocke, drück die 6, 6, 2, 2. 6. Also die Glocke. Jetzt kommt der Wecker. Schau, dass du so viele Säcke wie möglich einkassierst. 8. Jetzt die Triangel. Okay, jetzt müssen wir uns auf den Heimweg. 6. 6. 6. Nochmal 6 und dann die 2. Wir müssen es jetzt auf dem Heimweg machen. 6, weil jetzt gehen die ganzen Pfosten langsam weg. Und die 2. Schnell. Super, geschafft. Yeah. Ich hoffe, du Na hast los. Die... Hast du deine Symbole etwa vergessen? Ich hoffe, du hast sie dir alle gemerkt und musst jetzt der Reihe nach die 2, richtig? Und bring! Ach so, muss ich jetzt nochmal? Ja, ja, ja. Genau. Und den dritten Gegenstand, wen hatten wir gerade? Die Triangel. Ja! Erster Platz beim Eis am Stielhüpfen. Ja. Super! Freya, vielleicht bist du der Befreier von den Kindern und der Frau. Wir schauen mal auf deine Punktetafel. Jo. 500 plus 500 macht 1000. Das ist fantastisch. 1100 Abzug? Kein Abzug. Hey! Ja, super. Baby! Yay. Weißt du, was das bedeutet? Du könntest dir den Superpreis holen. Ja. Wenn du dich für den richtigen Schlüssel entscheidest. Welchen soll ich nehmen? Das weiß ich nicht. Da sage ich lieber gar nichts. Nicht, dass ich was Falsches sage und so. Oh, ich weiß Mensch. Es ja auch nicht. Oh. Ja? Okay. Jetzt kommen jetzt die 3 Schlüssel. 1, 2 oder 3. Entscheide dich richtig. Wir drücken dir alle die Daumen. Jo. Super. Welchen soll ich nehmen, Sandra? Wahnsinn! Was hast du gedrückt? Die 3. Die 3. 3 ist eine gute Zahl.
Hoffentlich auch in diesem Fall. Und lach, und lach, und lach, und lach, und lach. Oh, nee. Oh. Freya? Ja? Das haben wir irgendwie nicht geschafft. Oh. Das tut mir jetzt wirklich ganz schrecklich leid. Schade. Das macht ja nichts. Hey, aber 1100 Punkte ist echt der Hammer. Ist wirklich wahnsinnig gut. Ist nicht gut. Weniger geworden? Hä? Ist das nicht weniger geworden? Nee. Sonst wird das auch mal weniger. Ja, ey. Früher war das so. Jetzt verdoppelt sich das nur oder bleibt gleich? Ey. Ja, gut, oder? Toll. Okay, du bekommst dafür einen Preis und den schauen wir uns jetzt an. Okay, alles danke. Klar. Bitteschön. Tschüss. Himmlisch duftend und teuflisch heiß. So ist der neue Espresso-Automat TKA 4900 von Bosch. Er schafft bis zu 20 Tassen. Super! Nehme ich mit nach Griechenland das Ding. Ja, klasse! Schreib mir eine Karte, wenn du dort bist. Mach oder ich. Uns allen, es würde uns ganz riesig freuen. Alles klar. Hey, hat mir riesig Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Ja. Fröhlich und so und überhaupt. Ich wünsche dir alles Liebe. Alles klar. Mach's danke. Gut. Tschüss. Ciao. Freya, alle Achtung, muss ich sagen. Und die Ingrid, die entführt ihren Mann. Wohin? Ha! Das seht ihr jetzt gleich. Und zwar beim Schwimmen. Ja, hallo. Geht's dir gut? Na, aber wunderbar. Und? Ist nicht durchgekommen? Klasse. Zum ersten Mal probiert oder schon öfter nee, probiert? Nee, ich versuche schon seit dem Jahr, aber bis jetzt bin ich noch nicht durchgekommen. Das heißt, du bist eine ganz treue Hugo-Schauerin. Aber ganz treu. Ja, Applaus, Applaus, super, das freut uns alle sehr. Pass auf. Ciao, extra für dich, only for you. Wir kommen jetzt zum Schwimmer. Ja? Du kennst es, 4, 6 und 8 sind deine Tasten, 6 nach rechts, 4 nach links, 8 um hoch und runter zu tauchen, ein bisschen schwierig, aber es könnte gehen. Ich hoffe. Ja? Toi, 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 hol dir den Superpreis, würde mich freuen. Ich setz die Brille auf und du haust in die Tasten. Okay, ab ins Vergnügen. Und drück mir die... Ja, ich glaube, ich brauch gar nichts sagen. Okay. Schön. Ich mache jetzt eine Kaffeepause. Ich bin eh ein bisschen heiser. Ich rede eh viel zu viel. Oh, der Faule sagt, das war jetzt gemein. Schade. Du siehst, gell, der Sauerstoff. Entweder du lässt dich fressen. Ah! Oh, da hatten wir so gut Sauerstoff aufgeholt. Und ich dachte, hier gibt's nur Fischstäbchen. Auf ein neues. Ingrid. Auf ein neues. Das war erst der Vorwaschgang. Du hast vor kurzem deinen Mann entführt. Das musst ja. du mir später ganz schnell kurz erzählen. Das war mehr oder weniger eine Geburtstagsüberraschung. Wir haben nur zwei kleine Kinder und da ist es nicht so einfach, dass man mal Zeit für sich findet. Ja. Ich habe mich da einfach ein Hotelzimmer besorgt, außerhalb von Berlin. Ah! Ingrid! Oh. Ich wollte gerade sagen, hey, professionell, die erzählt mir eine Geschichte und spielt nebenbei Hugo. Wenn's jetzt nicht klappt, gut, dann erzähl ich mich den heute Rest später weiter. Ich habe jetzt nichts gesagt, weil ich dachte, du kriegst es so richtig schön. Schön sechs. Oder vier ist auch okay. Okay, es war also keine Absicht. Ich wollte dich nicht mutwillig ablenken. Sechs. Genau. Hey! Super! Hey, ich möchte so einen riesen Applaus super. Hören, weil sie echt es so gut geklappt, gespielt hat. Auch wenn das Telefon tropft. Das macht dir keiner so schnell nach. Hey Ingrid, klasse! Pass mal auf, wir schauen jetzt auf deine Punktetafel. Einen Bonus kriegst du. Ja. Ne? Okay. Und zwar von 500 Punkten. Das bedeutet, 750 haben wir. 650? 550? 550 Punkte, ja. Aber! Immerhin haben wir 550 Punkte, oder? Na, Wahnsinn. Gell? Okay, wir kommen zur Schlüsselszene. Das bedeutet, du kannst eventuell verdoppeln. Mhm. Entweder du verdoppelst oder die Punktzahl bleibt gleich. Halbieren. Entscheide dich für den richtigen Schlüssel. 1, 2 oder 3? Gut. Okay. Jetzt zu drücken. Die 1 hast du gedrückt. Die 1. Oh. No. Immerhin war ich mal dabei. Oh. Mensch, da hast du so gut gespielt und dann haben wir den falschen Schlüssel gezogen. Aber ich war dabei, das ist doch auch schon was. Aber toll. Weißt du, was Hugo sagt? Spitze hast du gespielt. Das will er damit sagen. Danke, danke. Du kriegst einen Preis auf alle Fälle und den zeige ich dir gleich jetzt.
Deine Polaroid Vision Sofortbildkamera darf auf keiner Party mehr fehlen. Freu dich auf Spiegelreflextechnik, integrierte Bildbox mit Lichtfenster und einfachster Handhabung. Ingrid! Super, danke schön. Grüß mir Berlin, mach ja, schöne Fotos. Mach ich. Ja, ich wünsche dir alles Liebe. Ruf nochmal an. Würde mich freuen. Alles klar. Ja? Tschüss, mach's gut. Ja, es gibt ja manche Vorurteile, wie zum Beispiel, dass die Schweizer etwas langsam sind. Ob sich das jetzt bestätigt, das seht ihr selber mit der Manuela auf dem Skateboard. Manuela, hallo. Von wo aus rufst du mich denn an? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz! Hey, Premiere! Das freut mich aber. Wie lange kennst du Hugo schon? Ja, schon ziemlich lange. Hä? Schon ziemlich lange. Ziemlich lange? Und du hast es auch schon lange probiert, hier anzurufen? Ja, schon ein paar Mal, schon drei Wochen. Drei Wochen schon? Wahnsinn! Dann bist du jetzt bestimmt ganz froh, dass du es endlich geschafft hast, oder? Ja. Ja? Okay, wir zwei, wir kommen jetzt zum Skateboard. Etwas schwierig, aber wir kriegen es hin. 4 und 6 wären deine Tasten. Kannst du mir noch ein bisschen helfen? Bitte? Kannst du mir noch ein bisschen helfen? Auf jeden Fall. Ich gebe mein Bestes, ja? Aber du musst dich auch konzentrieren. Ja. Wir kriegen das beide schon hin. 4 und 6 sind deine Tasten, 6 nach rechts und die 4 nach links. Okay? Ja. Alles klar, dann kannst du losgehen. Sprit sparen, Skateboard fahren. Okay, Manuela. Wir drücken jetzt mal die 6. Jawoll. Und die 4. Und wieder die 6. Und noch einmal die 4. Und gleich noch einmal die 4. Jawoll, du sahnst dir voll ab. Die 4. 6. Du siehst da hinten schon wieder, die 4 müssen wir drücken. Der goldene Sack, Manuela, Glückskind. Klappt ja alles hervorragend, hä? Pass auf, drück die 4. Oh! Oh, knapp, 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 aber geschafft. Diesmal müssen wir dann mit der 6 da weg. Und zwar gleich jetzt. Super. Noch einmal mit der 4. Geschafft! Und jetzt kommen wir noch einmal in den Wald. Mit den Säcklis. Hey, du machst es echt prima, muss ich schon sagen. Wir drücken am besten noch mal die 4. 4. Ah! Ja, gleich noch einen Sack. Die 4. Und dann noch einer. Da hinten ist einer 6. 6. 6. Den haben wir leider nicht mehr. 4. Oh, den haben wir auch nicht erwischt. 4 schnell oder 6, genau. Mensch, wenn wir länger drauf bleiben, dann klappt es vielleicht. Gut, noch einmal die Brücke. Konzentrier dich. Aber du machst es einfach ganz klasse. Ich glaube, du brauchst gar keine Hilfe mehr. Die 4? Ja, sag ich doch. Spitze. 6. Das war aber auch knapp, hey. Und jetzt rührst du dich nicht vom Flecke. Bleib, wo du bist. Hey, Wahnsinn. Zwei Säcke können wir jetzt noch einfangen. 4. Und die 6. Wunderbar, Manuela. Super. Hey. Hey, wir sind im Ziel. Hey, wir sind im Ziel. Freust du dich? Ja. Klasse hast du gespielt. Wir schauen auf deine Punktetafel, ja? Ja? 950. Ja, Wahnsinn. Nur gute Spiele heute, ha? Hey, Manuela. Ja? Du hast jetzt 1050 Punkte. Ja. Das bedeutet, du könntest, wenn du viel Glück hast und dich für den richtigen Schlüssel entscheidest, den Superpreis dir holen. Mit nach Hause nehmen. Willst du das? Ja. Ja? Dann drücken wir dir jetzt alle die Daumen. Entscheide dich richtig. 1, 2 oder 3. Und? Für was hast du dich entschieden? 2. Für die goldene Mitte, die 2. Okay. Oh, Manuela. Das tut mir jetzt ganz leid. Pass mal auf, wir machen es noch ein bisschen spannend. Deinen Preis sage ich dir gleich. Ich muss eine kleine Pause machen. Bei Hugo Live war jetzt Pause, aber nicht bei der Hugo Show. Also, jetzt geht's gleich weiter. Manuela, ich habe dich nicht vergessen. Bist du noch da? Ja. Du bist noch da. Du möchtest bestimmt deinen Preis sehen. Ja. Oder?
Gut, dann schauen wir uns ihn jetzt mal an. Damit du Hugo noch besser sehen kannst, bekommst du den poppigen Fernseher Young Edition von Nokia. Zu seinen Highlights gehören APS, Euro AV-Anschluss und viele andere Funktionen. So rendieren deinem Lieblingsdesign aus. Hey! Ist es nicht spitze? Super! Freust du dich darüber? Ja. Ja? Dann wünsche ich dir ganz viel Freude mit deinem neuen Preis. Ja. Vielleicht rufst du irgendwann nochmal an, ja? Ja. Okay, mach's gut. Tschüss. Ja, am Donnerstag, da war der Special Big Day für Judith, denn sie wurde 18, stolze 18, und sie darf jetzt wirklich alles tun, naja, fast alles, wozu ihr beliebt. Und Judith, auf diesem Weg herzlichen Glückwunsch nachträglich, denn ich habe dich noch nicht getroffen, denn am Donnerstag lag ich noch etwas kränklich im Bett mit meinen Weisheitszähnen. Und ja, sie hat riesentolle Geschenke bekommen, habe ich gehört, und das hat sie euch wahrscheinlich in der Sendung selber erzählt. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt dranbleiben, denn nach der Werbung kommt der Special Day für euch, denn ich ziehe die glücklichen ersten 5 Gewinner. Also bleibt dran und wir sehen uns gleich. Ja, jetzt kommt der große Augenblick, auf den ihr wochenlang gewartet habt. Denn jetzt ziehe ich die glücklichen 6 Gewinner, die Preise von 5 bis 10 gewinnen. Und zwar, ja, ihr fragt euch was, aber das wisst ihr ja eigentlich schon. Denn ihr gewinnt, der Erste hier gewinnt ein Grundig Farbfernseher mit eingebautem Videorekorder. Das ist der Zweite. Ah, ein Brief. Das geht nicht. Briefe gehen nicht. Denn wir haben gesagt Postkarten. So, das ist der Zweite. Der Dritte, und nehme ich mal aus diesem Haufen. Ah, ist das schön, hier drin zu wühlen. 1, 2, 3, 4, 5 und die Nummer 6. Denn es geht ja noch weiter. Also nicht traurig sein. So, und jetzt gehe ich mal zum Tisch. Versuche es zumindest. Und werde die Namen doch vorlesen. Und zwar hier 11,332, das stimmt, denn das war ja die entscheidende Frage. Die Frequenz solltet ihr uns beantworten. Und zwar von Harald Lindenberg in der Talstraße 4 in 42499 Hückeswagen. Dann zweite, 11,332, auch richtig. Ramona Stange aus Hannover. Dann dritte Karte, wunderschön, hier 11,332, genau. Sven Püschel aus Langenau. Dann noch Blasajek Davor aus Germering, hey, hier in München, also in der Nähe von München. Dann Kerstin Brandenburg aus Förde. Und zu guter Letzt Michelle Mogavero aus Mössingen. Also herzlichen Glückwunsch, und die nächsten Gewinner ziehe ich nachher. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem Hugo-Spieler Nummer 4, und zwar die Sandra, die war in der Mine. Mit der Mine bist du zufrieden? Ja, bin ja, ich auch. Müssen zufrieden. Wir aber nehmen. Die ist jetzt da. Huch. Ja, gut. Ja, ich hätte mir alleine. 4, 6 und 8 wären deine Tasten. 6 nach rechts, 4 nach links. 8, um dich zu ducken. Pass auf dich auf, vor allem auf Hugos Kopf. Ja. Toi, 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 hol dir den Superpreis. Alles klar. Okay. Yippie! Ich schau zu, rein und in den Schlitten. Die Knochen kann man später kitten. Okay, Sandra, drück mir die 4. 4, 4, 4, 4. Ja. Und die 8. Schnell, 8, 8, 8. Geht doch nicht, wenn es dann zu spät ist. Immer wenn die Birne knackt, nennt man dieses Vollkontakt. Das ist unser letzter Wagen. Leider ohne TÜV. Das ist dein letzter Wagen. Und deswegen müssen jetzt all deine Nachbarn oder Nachbarinnen alle anfeuern. Ja, ganz laut. Wow. Ja, und 4. Und anheuern. Abdrücken. Hebt sie doch ein bisschen. Seelische Unterstützung. Nee, 4. Naja. Und entscheide dich, die 4. Okay. Drück mir die 4. Ja, siehst du, es da hinten blinken. Das heißt, wir müssen die 8 drücken. Ja, klasse. Kreuzung. Und 4. Ah ja, super. Drück mir die 4. Sandra, wir schaffen es. Drück die 8. Wir kriegen das schon hin. Vorsicht, 4. Kreuzung, rechts oder links? Das
ist hier die Frage. War es eine richtige Entscheidung? Hilfe! Ja! Das war's. Ihr könnt mich jetzt zum Doktor tragen. Hey! Wir haben's geschafft. Hilfe! Bist du zufrieden? Bitte? Bist du zufrieden? Wir haben's geschafft bis zum Schluss. Ja, das ist etwas. Doch. Aber wieso haben Sie denn nicht angefeuert hier? Bitte? Wieso haben Sie denn nicht angefeuert? Ja, weil wir haben es auch so schwer verstanden und so. Und ich war ganz aufgeregt und wir waren alle gespannt am Gucken. Ach so. Na gut, dann schauen wir jetzt einfach auf die Punktetafel. Ja. Das Resultat kommt gleich jetzt. 750 Punkte, Abzug. Ja, klasse. Ey. 750 Punkte. Bitte. Hey. Super. Okay, das bedeutet, wir kommen jetzt zur Schlüsselszene. Ja. Du musst dich für den richtigen Schlüssel entscheiden. 1, 2 oder 3. Schau es dir genau an. Ja, alles klar. Okay. Okay. Und die Uhr läuft noch nicht. Jetzt. Du hast dich für die 2 entschieden. Ja. Auf das er lacht, uns lachend empfängt. Das heißt, wir haben verdoppelt. Oh! Oh. Sandra. Schade. Immerhin 750 Richtig. Punkte. Ist doch eine Menge. Immerhin etwas. Gell? Hey, Sandra, super gut gespielt. Und euch 6 Gewinner, die ihr den Grundig Farbfernseher mit eingebauten Videorekorder gewonnen habt, herzlichen Glückwunsch nochmal. Und es wird noch spannend, denn die anderen, die jetzt auf die Preise von 4 bis 1 warten, die müssen sich noch etwas gedulden, denn die ziehe ich erst nach dem Matthias. Der ist im Hugo-Fanclub und der hat nämlich die Chance auf den Superpreis. Also schaut euch an auf dem Flieger. So, jetzt habe ich den Matthias aus Meppen an der Strippe. Heidi-ho, Heidi-ho. Hallo! Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Wir sitzen hier zu dritt, der Hugo Fanclub aus Meppen. Der Hugo Fanclub! Hey! Applaus! Ja, so muss das ein sein. Ein Hugo Fanclub! Ja, da sind wir alle ja ganz stolz, wie sie sich alle freuen. Du, hör mal zu, pass auf, wir sitzen jetzt seit Wochen schon an unserem Hugo-Telefon. Wir welken uns die Finger heiß und hoffen jetzt auf einen Preis. Und jetzt ist Schluss mit dem Gedicht, denn der Hugo wartet nicht. Genau! Komm nochmal, gleich nochmal einen Applaus. Ja, so muss das sein. Ja, dann super. Gib uns ein schönes Spiel und dann, ne? Gib uns ein schönes Spiel und dann packen wir es. Weißt du, welches Spiel ich dir gebe? Nö, noch nicht. Den Flieger. Oh, wunderbar. 4, 6 und 0 sind deine Tasten. 6 nach rechts, 4 nach links, 0 um zu starten und um zu schauen, wo du dich befindest. Jo. Grüß mir deine Freunde, sie sollen dich schon anfeuern. Ja, klar, das werden wir tun. Alles klar. Jo. Ciao, ciao, ciao. Ja, endlich darf auch ich mal richtig in die Luft gehen. Okay. Volle Kraft voraus. Volle, bleib wo du bist, nimm dir den blauen und dann drückst du ein bisschen hier. Gell? Super. Aber da du hier schon einen Hugo-Fanclub hast, dann denke ich mal, dass du dich auch verdammt klasse mit den Spielen auskennst. Alle blauen einkassieren, allen roten aufweichen und den Gewitterwolken auch. 6, 4. Ja, super! Oh nee, das war jetzt gemeint. 6, die stotter, stotter, schwitz. Wenn du Lust hast, wenn du Böcke hast, dann drücke mir doch mal die 0, damit wir wissen, wo wir sind. Hättest du mal die 0 gedrückt, wäre das nicht passiert. Matthias. So eine miese Produktion. Ein weicher Sessel war euch wohl zu teuer. Sind noch eine Menge Flieger da. Oh ja. Uiuiuiui, da kommst du. Das sag ich jetzt nicht. Hey, schaut ihn euch an. 4. Gut. Hilfe. Blau, genau, super. Nehmen Sie mit. Aber wir müssen uns... Ja. Bleib so. Bleib auf alle Fälle. Ja, genau. Wieder rechts. Du hast ja gesehen, wir müssen uns... Grau scheint es da hinten. Blau aber auch. Ja, gell? Jetzt müssen wir aber schon mit der 6 nach rechts. Ja. 0 drücken. Und jetzt... Grau! Hey! Tja. Mitten hinein. Jo. Hey, schaut mal. Das ist super. Die letzte Maschine. Die also letzte Maschine? Vorsicht. Wir packen. Und, aber du spielst vorsichtig. Ja, bleib so. Benzin ist alle. Nein, wir
gehabt, oder? Ja, wunderbar. Ja! Wenn ich jetzt Konfettis hätte, würde ich dann schon so, ja! Wir schauen jetzt mal auf deine Punktetafel. Jo, machen wir das gut. Mal. Hey, schaut euch das an. Cooler Sack, aber... Bingo! Yeah! Bingo, Bingo, Bingo. Wir kommen zur Schlüsselszene. Und ja. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Schau dir die Schlüssel, bevor du drückst, ganz genau an. Ja, werde ich Darauf machen. Habt ihr nämlich alle noch nicht geachtet, okay? Alles klar. Toi, toi, toi. Jo. Du siehst die Form in der Truhe, du siehst die Schlüsselformen dort und? Die zwei. Die zwei? Die zwei. Sagst du? Sag ich. Und was sagt er? Ja! Matthias! Super! Aber soll ich dir was sagen? Ja? Ich sollte dich eigentlich schimpfen, ja? Warum sollst du mich schimpfen? Weil ich mich so freue und ich bin doch eh schon so heiser. Nur, das tut mir leid. Ich kann es nicht aus unterdrücken. Nun gut, wir wollen uns mal deinen Preis anschauen. Hm? Ja. Gut. Der Laser-Karaoke-Player CLD-160K von Pioneer sorgt für den Partyspaß bei dir zu Hause. Hugo schenkt dir das japanische Freizeitvergnügen mit Mikrofon und Software. Zur Musik hast du also auch noch ein Bild. In dem multifunktionalen Gerät stecken gleichzeitig ein hochwertiger Laserdisc und ein CD-Player. Dein Laser-Karaoke-Player kannst du problemlos an den Fernseher oder an die Stereoanlage anschließen. Na, na? Das ist erste Sahne. Das ist auch der Superpreis. Jetzt habe ich nur noch eine kleine Bitte an dich. Vielleicht schickst du uns doch mal so einen kleinen Brief von dir und sagst, wie du den gegründet hast, den Feenclub. Ja, das Feenclub. Darf ich noch ganz schnell einen Gruß loswerden? Muss unbedingt sein, so leid es mir tut. Wenn es nur einer ist, weil eigentlich dürfen wir nicht. Wir haben es ganz eilig. Es sind nur zwei. Anne, Susi und die Freilichtbühne von Meppen. Das ist alles. Das waren drei. Ja, gut. Tschüss, mach alles dir nichts. Klar. Ich wünsche dir was. Super hast du gespielt. Mach's gut. Bye. Tschüss. So, jetzt wird es spannend, denn ihr könnt auf die Hauptpreise von 4 bis 1 hoffen und bangen und zittern, denn die werde ich jetzt ziehen. Also der Matthias kommt jetzt mit. Jawohl, die Fanfare. Und zwar der vierte Preis. Ein Grundig Stereo Sat Receiver mit umfangreicher Ausstattung geht an... Wo fange ich jetzt an? Hier. Ach, ich liebe es, hier rumzuwühlen. An Sabine Ross aus Niederosbach. Herzlichen Glückwunsch. Der vierte Preis an dich. So, das legen wir mir hier beiseite, nicht, dass ich nachher dann das verwechsel. Oder ich nehme es in die Hand. So ist am besten. Genau. Der dritte Preis, ein hochwertiges Grundig-Satellitenpaket. Schlüssel und zwei Receiver geht an Claudia Wiese aus Berlin. Jawohl. So, und der zweite Preis, ein Grundig Megatron TV. Schärfer, brillanter und echter. Mit super flacher Farbbildröhre und eingebauten Receiver geht an. Autsch! Die Katze, und zwar wer ist die Katze? Segler Christian aus Andermatt. Herzlichen Glückwunsch. Und so, jetzt wird es spannend, denn jetzt kommt der erste Preis, und zwar eine siebentägige Flugreise für zwei Personen nach Orlando, Florida mit Besichtigung von Cape Canaveral inklusive 1000 D-Mark, Taschengeld und Hotel. So, jetzt gehe ich mal hier, weil da war ich ja noch gar nicht. Hier auf die Seite und ziehe diese wunderschöne Karte. Und das ist die Migando Linda aus Haar. Herzlichen Glückwunsch! Super gut! Boah, bin ich stolz auf euch. Die anderen sollen nicht traurig sein, denn ihr wart dabei und das ist ja die Hauptsache. Und ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß mit der Hugo-Show. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen am Wochenende. Denn nächste Woche bin ich übrigens auch live dran, Montag bis Freitag. Nein, Montag ist Feiertag, Entschuldigung, Dienstag bis Freitag. Da könnt ihr wieder live anrufen. Ansonsten sehen wir uns wie immer am Wochenende bei der Hugo-Show. Bis dann. Tschüss. Hey, ich bin's, euer Hugo. Hoppla.